Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Beim letzten Mal haben wir hier die Low Density Structures aufgesetzt. Und endlich, naja, noch nicht ganz, stauen sich die zurück. Du brauchst noch das. Das da kann jetzt auch wieder gearbeitet werden. Stahl, wie gesagt, das ist, da die oberen jetzt nichts mehr brauchen, staut es sich langsam aber sicher zurück. Und hier wird das wird halt noch eine Weile dauern. Wobei, ja, wir haben schon einige produziert. Wir haben schon einige produziert. Aber gut, wir wollen heute mal weitermachen mit dem, was wir für diese Utility Science Packs brauchen. Die Processing Units, die haben wir bereits. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch die Flying Robot Frames. Und, ja, wir machen erstmal hier. Das sind unsere 7 Fabriken, die dann die Packs herstellen. Was braucht ihr? 3 Low Density Structures. Das heißt, das wäre eine pro Sekunde, haben wir glaube ich gesagt. 7 mal 3 ist eine pro Sekunde. Eine pro Sekunde. Ich würde deswegen sagen, wir machen hier einen Splitter rein. Bringen die hier rüber, weil sonst müsste ich die von oben vom Bus holen und das ist nur unnötig kompliziert. Dann brauchen die anderen können im Prinzip auf den Mixed Belt gehen. Also, was brauchen wir für die Flying Robot Frames? Wahrscheinlich auch wieder Stahl. Was auch sonst, ne? Was auch sonst. Na gut. 20 Sekunden schon wieder? Das ist auch... Wie viel brauchen wir? Einen. Also alle 3 Sekunden einen. Das ist, wir brauchen nicht 20... Sondern es reichen wahrscheinlich 8. Ist immer noch viel. Aber das ist handelbar, würde ich jetzt meinen. Beidseitig? Ich weiß gar nicht, was hier besser... sind sehr viele Ingredients. Weil wenn ich... brauchen die nicht so sonderlich häufig. Okay, dann haben wir hier einen Input, hier einen Input. Brauchen wir die auf dem Bus? Ich weiß es nicht. Ich werde sie wahrscheinlich erstmal nicht auf dem Bus tun. Das heißt, die kommen da rein. Also die kommen da raus. Dann haben wir hier nochmal einen Input. Ich habe auch offscreen hier unser Bus-Bereich ein bisschen vergrößert. So dass wir weiterbauen können. Wir haben schon echt viel Landfill verbraucht. Ich habe versucht, hier nicht eine Connection zu machen, weil wir ansonsten hier, wenn die Basis triggert, dann kommt hier direkt rein und so müssen sie zumindest hier bei unserer Verteidigung durchgehen. Was auch hin und wieder vorkommt, so wie es aussieht. Da liegen ein paar tote Beißer. Okay. Ei, ei. Batterien brauchen wir auch. Okay. Shit. Ach, beim Kupfer. Natürlich habe ich da keine Tür mehr aufgestellt. Puh. Tut mir leid. Die machen uns das uns alles kaputt. Verdammt nochmal. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Gerade wo wir weiterbauen wollten. Mist. Ich komme hier nicht mehr durch. Ah, das ist jetzt ganz ein schlechter Zeitpunkt. Ja, es wird alles kaputt gemacht. Ach Mist, jetzt kommen wir in dieser Folge wieder zu nichts. Ah. Ja, ich weiß, dass die ganze Zeit Sachen kaputt gemacht werden.
Verfluchte Dinge. Ah. Oh je, oh je. Naja, diesmal werden wir hier auf jeden Fall... Moment mal, nee, das ist falsch. Wir hatten hier einen Powerpole. Und hier, und dann hatten wir hier ein Licht. So, und dann reparieren wir erstmal den ganzen Mist und danach werde ich hier Türme aufstellen. Ah, oh, der ist auch fast down gegangen. Der hier fehlt auch, oder? Jo, den haben sie auch kaputt gemacht. Ah, tut mir leid. Ich habe mich extra eigentlich gut vorbereitet auf die Episode und versucht, gerade mit Landfill und so alles schön bereit zu machen, damit wir wenig Downtime haben. Und dann kommt ein Alien-Angriff von diesem Nest. Haben wir oben auch was? Ich sollte auch oben Verteidigung aufbauen. Sonst passiert genau das gleiche nochmal. Kann nie zu viele Türme haben grundsätzlich. Haben wir alles jetzt wieder so weit aufgebaut? Das sieht eigentlich gut aus. Ich hasse es. Warum spiele ich eigentlich nicht Peaceful? Kann mir das jemand sagen? Warum bin ich so blöd und spiele jedes Mal wieder ohne Peaceful Mode? Wahrscheinlich, weil im Peaceful Mode halt die ganze ein Großteil der Forschung halt einfach quasi nutzlos ist. Alles, was man irgendwie braucht, um Gegner zu bekämpfen, ist dann mehr oder weniger für den Arsch. Nicht komplett, aber so in der Tendenz. So. Ich habe mich extra noch gerade noch gebrüstet. Ja, ja, wir haben hier super Verteidigung und dann bam, auf der komplett anderen Seite der Map wird uns alles weggemacht. Also nicht alles, aber ihr wisst, was ich meine. So. Was bauen wir jetzt hier nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen, mein Spaß. Ne, Electric Engines. Stahl auf jeden Fall. Ich glaube, das waren grüne Chips. Electric Engines. Und Batterien. Hätte ich jetzt gesagt. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, bringen wir hier und hier die einen rein. Dann werden wir das hier splitten. Und oh, das ist auf der inneren Spur, warum auch nicht? Spielt eigentlich, glaube ich. Spielt, glaube ich, nicht wirklich eine Rolle. So, das muss auf jeden Fall unterirdisch durch. Dann haben wir hier die anderen beiden. Ups, das war ein bisschen falsch. So, einmal. Und der ist falsch. Der muss hier auch unterirdisch durch. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So, wie sieht die Relation aus? Circuits brauchen wir relativ viel. Wir haben die Circuits und den Stahl auf einen Belt. Ich glaube, das ist eine gute Wahl. Das müsste passen. Schön, schön. Okay, dann brauchen wir noch die Batterien.
Und die Engines müssen ein bisschen weiter noch. Ich werde auch die anderen danach ziehen, aber ich muss eins nach dem anderen machen, ansonsten kommen wir zu nichts. So. Jetzt muss ich gucken. Also wir haben auf dieser Höhe muss der Underground Belt durch. Bin ich der Meinung, müsste passen. So, dann machen wir das so. Das müsste eigentlich stimmen. Das ist alles. Ja, sieht zumindest, wenn es gleich aussieht wie auf der Seite, müsste es eigentlich richtig sein. Sonst hätten wir das wahrscheinlich früher bemerkt. So, dann. Ne, wir können eigentlich hier sogar schon hier unterirdisch gehen. Okay, gut. Und das wär's mal. Da reichen gelbe. Und wir brauchen aber auch noch rote. Jetzt, theoretisch, man braucht die wahrscheinlich auch für die Bots, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo haben wir die Bots? Genau, die brauchen auch Robot-Frames. Also jetzt würden wir Bots Massen produzieren wollen, bräuchten, müssen wir das wahrscheinlich noch unten erweitern. Aber da ich das momentan, dass das primär für die Forschung ist und ich will zwar eigentlich ein paar Construction Bots haben. Aber das ist nicht so dringend. Das sieht eigentlich gut aus. Wir haben einfach nur keinen Strom. Wir haben doch keinen Strom. So, jetzt haben wir Strom. Da brauchen wir noch Licht. Hier ebenfalls. Und dann kann hier fleißig produziert werden. Naja, mehr oder weniger fleißig. Okay, wie haben wir das jetzt, wie habe ich jetzt das angedacht? Wir wollten hier machen wir einen Splitter hin. Das heißt, da geht's auf den Bus. Und hier geht's für die Science-Produktion. Dann brauchen wir noch. Also wir können das hier schon mal anschließen. Das passt eigentlich. Dann braucht der. Ja, da reichen gelbe. Zwar dicke. Moment mal. Hier fehlt eine Fabrik. Da haben wir eine zu wenig gebaut. Drei, sieben. Sieben ist richtig. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne die hier rüberbringen. Und auf der anderen Seite kommen dann die blauen Circuits rein. Das heißt, die müssen wir auch ein bisschen weiterziehen. Und den Stahl hier unterirdisch weiterführen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig. Es passt genau. Es passt genau. Perfekt. Endlich mal was, das gut klappt. Nice. Okay. Das müssen wir noch so machen. Und nein, das ist falsch. Genau falsch. Der würde ich dahin kommen. So, das heißt, jetzt, das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ist ein Output Belt. Den würde ich jetzt einfach mal spontan hier hinbauen. Und dann haben wir zu wenig rote wahrscheinlich, oder? Es reicht knapp. Es reicht ganz knapp. So, dann. Brauchen wir den? Ne, brauchen wir nicht. Schön.
Powerpole eingespart. Was wir aber brauchen ist den hier und den hier und den hier. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Licht. Und das ist okay. Da kommen die Packs. Sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier richtig machen. Denn das wird jetzt ein bisschen hässlich. Die müssen auf die andere Seite dieses Bandes. Machen wir das lieber so. Und dann haben wir eigentlich jetzt damit alle Science Packs, die wir wirklich benötigen. Wie gesagt, es gibt noch die Space Science Packs, aber die benötigen wir theoretisch nicht, glaube ich. Zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt hier alles? Der ist zu lang. So, hier wird produziert sehr langsam. Aber ich meine, die sind auch nicht schneller im Endeffekt. Ich weiß nicht. Ich denke, das sollte ausreichen, die Produktion, die wir hier haben. Es kommt halt einfach praktisch kein Stahl hier drüben an. Und die Low-Density-Structures müssen jetzt auch erstmal wieder aufgefüllt werden, deswegen wird jetzt da wieder der ganze Stahl weggefressen. Aber hey, wir haben alle Science-Packs automatisiert. Ich habe aber gesehen, dass, wobei jetzt geht es momentan wieder mit dem Strom, aber es ist da tendenziell auch ein bisschen suboptimal Laser-Turret-Shooting-Speed. Das können wir mal erforschen. Auch gleich, glaube ich, nicht so. Wobei, die brauchen auch Stahl hier, die Science Packs. Und dem her nicht ganz optimal, dass wir das jetzt forschen, aber naja, was soll's. Stahl ist immer noch, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Jetzt fehlt es hier auch ein bisschen am Eisen auch noch. Die hier hinten kriegen ja erst gar kein Erz mehr ab. Wir müssten das wahrscheinlich rot machen hier. Das hier klappt genau. Aber viel weiter kommt es dann nicht. Das ist hier eigentlich fast perfekt bemessen. Zumindest für die gelben Belts. Das heißt, hier müssen wir alles rot machen. Das werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Was ich auch offscreen machen werde, ist das hier wahrscheinlich zu verdoppeln. Da habe ich ein bisschen Platz gemacht. Dass wir das verdoppeln können. Ansonsten sieht es eigentlich relativ gut aus. Wir könnten. Müssen mal gucken, was wir dann in der nächsten Episode machen. Vielleicht irgendwie noch die Construction Bots aufsetzen. Das ist eigentlich relativ easy. Von dem, was ich jetzt hier sehe. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Was wir beim nächsten Mal machen, das werde ich dann noch gucken. Aber, ja. Ich denke, ich werde hier noch offscreen ein bisschen was optimieren. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Die Basis ist schon ganz schön gewachsen. Das ist natürlich nice. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.